Was hat Bowser vor? In dieser Miene lässt er von Toads und von seinen Schergen ein bestimmtes Erz abbauen. Aber was er damit vorhat, das ist völlig offen. Die Story beginnt endlich sich richtig weiterzuentwickeln. Lange Zeit bestand es ja eigentlich nur daraus, Paper Toads zu retten und ja, das wäre ja doch ein bisschen wenig gewesen. Wir können wirklich nur rätseln, das finde ich ziemlich cool. Beim Großen und Ganzen war in der Vergangenheit immer klar, was die Bösewichter vorhatten. Da gab es jetzt nicht so viel Geheimniskrämerei. Manchmal schon, ja, aber... Oh je. Ah, verdammt. Aber häufig konntest du es wirklich schon ahnen. Hier habe ich absolut keinen Schimmer und ich hoffe, dass es irgendwas völlig Krasses ist, was einen dann umhaut. Weil das macht ein Mario RPG für mich aus. Eine Story, die wirklich einzigartig für Mario-Verhältnisse ist. Das war in vielen Spielen der Fall. Zuletzt ja leider nicht mehr so. Sticker Star zum Beispiel. Wobei ich das Spiel nach wie vor nicht schlecht finde. Ich weiß, es wird ziemlich gehatet, aber ich finde es nach wie vor nicht schlecht. Ja, es ist ein schlechtes Paper Mario, aber es ist ein gutes Spiel. Das ist meine Meinung. Aber ich glaube, das sehen sogar die meisten so. Ich denke, viele sagen halt einfach nur, es ist ein scheiß Paper Mario. Und ja, das stimmt. Mit Paper Mario hat das Ganze relativ wenig zu tun. Man muss immer auf den hinteren springen, sonst wird man von den anderen Gratterichs angegriffen. Oder von dem vorangegangenen, besser gesagt. Mit Paper Mario kann man beide treffen. Oder vielleicht geht's mit Mario und Luigi auch, aber da musst du halt schon sehr genau springen. Der gute Mario ist leider stark geschwächt. Wir sollten also den Gegner schleunigst bezwingen. Und den Klempner heilen. Sehr gut. Hat funktioniert. Jetzt kriegt auch Luigi sein Level ab. Das freut uns doch alle. Level 9. Seine Werte sehen echt gut aus. Täuscht das oder ist er sogar besser als Mario aufgestellt? Sag mal her. Ja, gut. Ansichtssache. Hat halt jeder seine Vor- und Nachteile. So soll es aber auch sein, oder? Pilz für Mario, genau. Und weiter geht's. Auch ich zerstöre das Erz. Weil es mir Geld einbringt. Aber was das alles soll, das weiß ich nicht. Wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Diesen komischen Griff da. Aber von hier aus können wir natürlich nichts damit anfangen. Nee, 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 nee. Wir müssen auf die andere Seite. Okay, dann dringen wir einfach mal tiefer in die Mine ein. Und finden ein spezielles Bowser-Tor. Was ist das? Was soll das? Und was ist dahinter? Dieses Tor hat erstaunlich viel Ähnlichkeit mit Bowser. Ja. Was sagst du, Luigi? Dir kommt daran etwas seltsam vor? Und du denkst, dass wir uns diese Stelle merken sollten, weil sie später einmal wichtig sein könnte? Weil es in dieser Art von Abenteuer immer Sachen gibt, die einen später wieder einholen? Was sagst du da, Luigi? Du machst dir Sorgen um die Toads, die Bowser entführt hat? Du glaubst, dass sie sich fast zu Tode führt? Oh, no! Du kannst ihre schlotternden Knie fast schon vor dir sehen? Und ihr Wehklangen fast schon hören? Ja, ist gut jetzt. Diese Atmosphäre muss ja nicht sein. Und was rufen sie? Oh, rette uns, Luigi. Du bist unsere einzige Hoffnung. Habe ich das richtig verstanden? Als ob sie auf Luigi hoffen. Meine Güte, Luigi, das ist tatsächlich ein grauenvolles Bild, das du da zeichnest.
Ah, der ist richtig mitgenommen. Aber du bist sicher, dass sie Luigi rufen? Nicht Mario? Okay. Was hältst du von dieser Angelegenheit, Mario? Glaubst du, hinter dieser Mauer könnte sich Bowsers Festung verbergen? Das könnte natürlich sein. Hier kommen wir wohl momentan nicht weiter, aber wir behalten diese Mauer mal im Hinterkopf. Jetzt wartet erstmal unser Abenteuer auf uns. Los geht's, Leute. Finden wir den Weg hier raus. Bin ich auch dafür. So, das Spiel hat mir einfach mal so sagen wollen. Hier, Junge, das musst du dir merken. Also merke ich's mir. Nur noch ein Brocken übrig. Komm schon, den schaffen wir noch. Warum machen sie das eigentlich? Ich meine, hier ist ja nicht mal eine Wache. Ah, ruck! Mario Luigi hätte das jetzt auch echt verhindern können, wisst ihr? Boah, die sind voll K.O. Oh je. Haben sie euch etwa auch gefangen und zu dieser gräuslichen Minenarbeit gezwungen? Alle meine Muskeln schmerzen. Selbst die, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie habe. Ein Elend. Bowsers Schergen zwingen uns rund um die Uhr, dieses Erz für sie abzubauen, ohne Pause. Von hier aus wird das Erz direkt zu Bowsers Festung verfrachtet. Wer weiß, was diese Schurken mit dem Zeug vorhaben. Aber wenn Bowser seine Klauen im Spiel hat, kann es ja nur etwas Schreckliches sein. Wie? Du willst wissen, warum wir nicht fliehen? Wenn es so einfach wäre. Dort drüben gibt es zwar eine Röhre, aber Bowsers Schergen sind zu wachsam. Ja, dann killen wir die einfach. Verstehe ich das richtig? Ihr wollt euch um die Wachen kümmern? Wenn jemand das schaffen kann, dann ihr. Passt auf, da kommt einer von ihnen. Versteckt euch! Tolles Versteck. Oh, okay. Jetzt verstehe ich, warum sie nicht flüchten. Das sind in der Tat harte Brocken. Hey, ihr Faulpilze. Glaubt ihr etwa, ihr seid schon fertig? Wir brauchen mehr Erz. Hm? Sieht so aus, als gibt es hier nicht mehr so viel zu holen. Ach ja, und ich habe doch gehört, dass ihr euch unterhalten habt. Ihr werdet hier nicht fürs Plaudern bezahlt. Genau genommen werdet ihr eigentlich gar nicht bezahlt, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also weniger plaudern und mehr klotzen. Wir haben nicht geplaudert. Das waren nur unsere, leidenden Seufzer, so. Ach ja? Das klang aber gar nicht so leidend. Ist auch egal, ich habe Wichtigeres zu tun. Hört auf, hier herumzujammern und geht wieder an die Arbeit. Ach, ich wäre eigentlich dafür gewesen, wenn wir ihn jetzt angegriffen hätten. Ich meine, warum entkommen lassen? Wir sollten den zu dritt schon packen. Ihr könnt wieder herauskommen. Außer war das Versteck lächerlich. Viel Glück bei der Flucht. Wir zählen darauf, dass ihr zurückkommt, um uns zu retten. Wir können euch leider nicht helfen, aber wir drücken euch allen die Daumen. Wenn wir nicht gerade Erze durch die Gegend tragen, versteht sich, ne? Ach ja. Es ist schon ziemlich grausam, was hier vor sich geht. Das werde ich stoppen. Aber erstmal werden weitere Erfahrungspunkte gesammelt, denn auch Paper Mario möchte ganz gerne ein Level-Up erreichen. Sehr schön. Den Angriff erfolgreich abgewehrt. Weiter geht's. Nochmal. Zack. Na, habt ihr genug? Sehr schön. Dann können wir euch nun ja angreifen. Mit exzellenten Sprüngen. Geht down. Nice. Die eine Gruppe ist besiegt. Jetzt noch diese hier etwas schwächen. Und gucken, was sie zustande bringen. Nicht viel. Stimmt, dafür sollte es ja eigentlich auch noch Bonuspunkte geben, ne? Mal sehen, wann es soweit ist. Und ob ich es hinkriege. Wäre ganz schön. Beim Hammerbruder glaube ich nicht, dass ich es schaffe, aber Gratterich
sollte funktionieren. Okay, man kann auch mit Mario und Luigi beide töten. Man muss einfach nur die Mitte treffen. Und das hat der Luigi wunderbar gemacht. Ah, siehst du, da haben wir auch schon die Bonuspunkte für Papiergratterich. Haben wir eigentlich jemals die normalen gesehen? Kann mich gerade gar nicht erinnern. So, und euch lösche ich mit dem Panzer aus. Das wird doch funktionieren, oder? Lass mal hoffen. Hier, nimm das! Jupp! Super! Aber es reicht noch nicht fürs Level Up von Paper Mario. So, jetzt ziehen wir hier erstmal die Brücke an uns ran. Eine schöne Abkürzung. Ich glaube, wir müssen sogar wieder darüber, oder? Weil hier geht's nicht weiter. Nein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Denn jetzt mit der neuen Fähigkeit. Oh, hier ist ein Erz. Mit der neuen Fähigkeit können wir nämlich die Brücke ganz am Anfang von der Mine an uns heranziehen. Ich meine mich zumindest an eine Stelle erinnern zu können, wo das der Fall ist. So, und wenn ich jetzt hier schon vorbeilaufe, dann heile ich mich auch kurz. Das war ganz, ganz am Anfang. Hier durch die Zellen durch. Ist voll doof, dass sie die Toads nicht befreien können, ey. Was? Warum stehen denn da jetzt Gegner? Okay, hab die Pfosten mal eben off-cam besiegt. Spart ein bisschen Zeit. Bin mir außerdem sicher, dass wir die schon mal gekillt haben. Und ja, wenn sich Kämpfe zu häufig wiederholen, kann es ja auch nicht schaden, das manchmal zu schneiden. Wird aber die Seltenheit bleiben. Hier ist es halt bloß so, wir waren da schon und trotzdem sind Gegner aufgetaucht. Vielleicht, weil ich gespeichert und ausgemacht habe. Oder weil sie erst nach dieser Mission erschienen sind. Ich weiß es nicht. Ja, hier ist jetzt auch einer. Hä? Aber wir können diese Brücke nicht ausfahren. Dann muss ich sagen, habe ich doch keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich muss mich hier wohl mal kurz umsehen. Ach, hier ist eine Brücke. Mist! Ich bin ja blind. Ich hätte gar nicht zurücklaufen müssen. Da geht's weiter. Arg! Naja, gut. Oh, Siegerhose. Das hört sich doch schon mal gut an. Siegerhose. Ist bestimmt was für Mario, oder? Nö. Erleidest du Schaden, wird im Gegenzug ein BP wiederhergestellt. Das ist ganz nett, aber bei Mario würde es die Stats senken. Wie sieht es bei Luigi aus? Ja, seine Verteidigung würde sich drastisch erhöhen, aber alles andere würde sinken. Ist halt nicht so toll, ne? Weil er ist defensiv ganz gut aufgestellt. Daher hat er es nicht nötig. Ich werde die Siegerhose somit nicht anziehen. Ich muss allerdings gerade feststellen, dass es hier doch nicht weitergeht. Es gab lediglich diesen Ausrüstungsgegenstand. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wo es weitergeht hier in dem Game. Ah, jetzt habe ich es auch noch mit 4 Hammerbrüdern zu tun. Klar, warum nicht? Diesmal schneide ich aber nicht, weil das ja ein etwas spannenderer Kampf ist. Ja, ich töte ihn lieber mal. Die Bonusaufgaben kann ich eh knicken. Für die bin ich zu blöd bei diesem Gegner. Das war jetzt zwar schön, aber 5-mal hintereinander wird mir das halt nicht gelingen. Vor allem die Verwirrung ist halt das Problem.
Mal hast du einen normalen Hammerbruder vor dir. Mal einen Papierhammerbruder. So, wo müssen wir denn hin? Da oben. Kommen wir da irgendwie hin? Nein. Ja, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen lächerlich, aber ich habe absolut keinen Schimmer, wo ich hin soll. Ja, man muss immer auf diese Kreise achten. Die Kreise, die sich hier am Rand befinden, die kennzeichnen immer eine Möglichkeit, diesen Griff einzusetzen. Na gut. Dann weiß ich Bescheid. Oh, wie schnell sind denn diese Mäuse? Unglaublich. Ich pack jetzt mal wieder die Rakete, oder? Na, es lohnt sich eigentlich nicht. Nee, es lohnt sich nicht. Die können nichts. Wenn, dann den Panzer nochmal. Oder die Feuerblume. Ja, mach mal so. Ich greife den normalen an. Zack und bumm. Da ist er auch schon tot. Achso, Paper Mario ist schneller. Naja, gut. Dann lohnt sich die Feuerblume auch nicht. Ha! Also für diese Loser sind wir mittlerweile zu stark. Muss man sagen. Die haben zwar einen guten Angriff und dreiste Techniken, aber die halten nicht viel aus. Oh, ich hasse das, wenn er sich knittert. Ja, ist gut. Ich finde den Papierhammerbruder fast noch schwieriger als den normalen. Weil der normale... Sag das mal so, bei dem normalen könnte ich mir sogar vorstellen, die Mission irgendwie hinzukriegen. Aber der Papiertyp ist für mich so unberechenbar. Dieses Knittern, das kotzt mich so an. Der schindet da so viel Zeit. Ist unglaublich. Mano! Und wieder vier Stück. Mensch, hier gibt's aber auch viele von denen. Jetzt reicht's mir aber. Ha! Also mit einem normalen Angriff können wir eigentlich schon einen Hammerbruder killen. Sowohl mit Mario als auch mit Luigi. Mit dem Panzer gehen halt zwei down. Was ich mich beim Panzer schon immer gefragt habe, ist, wieso eigentlich beim letzten Schlag nicht auch der hintere Gegner getroffen wird. Weil eigentlich hätte dieser hier ja erwischt worden sein. Also er hätte auf jeden Fall getroffen werden müssen. So rum. Wird aber nicht angerechnet. Ist ein bisschen seltsam. Weil der Panzer geht ja durch den einen Gegner durch und müsste den hinteren normalerweise treffen. Warum ist das nicht so? Betrug! Komm, stirb. Die Abwehr mit Paper Mario ist wenigstens noch am einfachsten, weil er so flattern kann. Scheiße. Vielleicht sollte ich Mario und Luigi umbringen? Und nur mit Paper Mario in den Kampf ziehen und dann schaffe ich die Bonusaufgabe. Das wäre aber ein bisschen lame, oder? Und auch sehr riskant. Ich lasse das lieber. So, hier gibt es ein paar Bohnen. Und eine weitere Brücke. Wobei es ja mehr eine Leiter ist, die sie halt ausbreiten. Naja, egal. Eine Leiter, die als Brücke fungiert, sagen wir es so. Hier könnte ich mir noch eine Abkürzung... Ah nee, das ist keine Abkürzung, das ist eine neue Insel. Da waren wir noch nicht. Ist ja auch ein toller Ausrüstungsgegenstand. Wenn ja, dann aber mal bitte für Paper Mario. Oh, Geld. Meine Güte.
Geld ist doch nicht alles im Leben. Oh, hi Toads. Das ist aber ein Paperblock. Den ich nicht erreichen kann? Was zum... Hä? Was wollen die Bowser wohl nur mit all diesen... Achso, was wollen die Bowser nur mit dem Erz? Es schmeckt furchtbar, also ist es wohl nicht für die Küche. Und ich bezweifle, dass die Bowser unter die Juweliere gegangen sind. Vielleicht brauchen sie es als Energiequelle? Sich darüber Gedanken zu machen, ist auch kein schlechter Zeitvertreib. Ja. Ich frage mich aber trotzdem, wieso ich nicht an den Block rankomme. Moment, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss da durch das Loch durch. Psst, ihr da, hier drüben! Ich bin's, der Goomba, gegen den ihr schon zweimal in der Ebenbildebene angetreten seid. Nicht du schon wieder. Nachdem ihr mich das zweite Mal geplättet habt, hat mich mein Vorgesetzter für untauglich erklärt. Daraufhin wurde ich zum Hausmeister degradiert und schrubbe jetzt hier die Zellen. Dass meine Schergenkarriere so ein jähes Ende nahm, ist allein eure Schuld. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, bin ich beim Bodenwischen gegen die Tür gekommen. Jetzt stecke ich in dieser Zelle fest. Ja, dann tschüss. Hey, wartet! Ihr könnt mich doch nicht einfach hier sitzen lassen. Sagt mir wenigstens, wie ihr aus der Zelle gekommen seid. Ich habe die Nase voll vom Schergentum. Ich will als freier Goomba leben, ohne Bowsers irre Pläne. Wirklich? Und wenn ihr mir beim Ausbrechen helft, gebe ich euch etwas Nützliches. Versprochen! Dann vergessen wir auch die ganzen Kämpfe. Ein Neuanfang, passend zu meinem neuen Leben. Hier, nehmt das. Du hast ein Kampfkartenset erhalten. Seht ihr? Ich sagte doch, ich gebe euch etwas Gutes. Diese Karten helfen euch im Kampf. So, jetzt seid ihr dran. Holt mich hier raus. Du musst dich einfach nur auf die Seite stellen, du Idiot. Das war alles. Das ist ja mal clever. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Weil du doof bist. Ich meine, du bist ein Goomba. Gar nicht mal so übel. Unter der Mütze steckt offensichtlich ein helles Köpfchen. Ha, jetzt haben wir euch. Euer Fluchtversuch endet hier. Shit.